Die starke Trockenheit in Deutschland hält trotz erster Regenfälle weiter an. Man braucht also weitere Wassermassen, die vom Himmel fallen, damit sich die Lage etwas verbessert. Immerhin, in der vergangenen Nacht hat es teilweise stark geregnet. Der Deutsche Wetterdienst warnte, dass der Boden wegen der langen Trockenheit aber eben noch nicht in der Lage ist, die Niederschlagsmengen auch gut aufzunehmen. Eventuell könne die Donau anschwellen und regionale Überflutungen verursachen. Laut Prognosen kann der Niederschlag auch die stark gesunkenen Pegel anheben und für etwas Entspannung sorgen. Noch sehen wir aber in den meisten Flüssen Niedrigwasser. Und damit schauen wir zu unserer Reporterin. Farina Fichtner-Zenker ist in Kamp Bornhofen. Das liegt in Rheinland-Pfalz. Immer noch Niedrigstand. Der erwartete und lang ersehnte Regen, der ist nicht wirklich gekommen. Beziehungsweise, wenn er gekommen ist, hat er nicht viel ausrichten können, oder? Ganz genau, hier ist leider kein Regen runtergekommen und wir stehen hier ganz genau im Kamp Bornhofen zwischen Koblenz und eben Kaub. Und warum ist das so wichtig? Das ist quasi die Messgröße für den Mittelrhein, denn in Kaub ist die flachste Stelle im Rhein und daran wird gemessen, wie viel überhaupt der Transport, also wie viel die Schiffe hier an Transport laden können. Und deswegen ist diese Stelle so wichtig. Und nein, hier gab es keine Entspannung. Der Seepegel ist weiter abgesunken. Heute Morgen wieder 2 Zentimeter weniger als eben gestern auch. Und das kann man auch ganz gut sehen, wenn man sich mal hier umdreht. Wir stehen nämlich hier wieder mitten im Rhein und hier eine Anlegestelle, die einfach schon seit Tagen quasi einfach aufliegt und eben nicht mehr Wasser steht. Und dieses Bild, das spricht Bände, weil das kann man quasi beobachten, wenn man hier am Rhein lang fährt, dass eigentlich die ganzen Anlegestellen auf dem Trockenen liegen und wirklich nur noch diese Fahrrinne befahrbar ist, eben mit dieser sehr viel geringeren Ladelast von gerade mal 20% zum normalen. Und man sieht auch, dass die Fließgeschwindigkeit natürlich im Rhein eine sehr viel höhere ist, da einfach so viel Wasser weg ist und damit der Rhein einfach sehr viel schneller fließt, was natürlich auch andere Gefahren birgt. Und weiterhin wird auch die Wasserqualität immer schlechter, da natürlich die Anteile der Klärwerkabwasser hier immer höher werden und dadurch natürlich auch droht, dass dieses ganze Ökosystem hier im Rhein weiter kippt. Aber Farina, ganz so einfach ist es nicht, dass man jetzt sagt, ganz viel Regen und dann wird das alles schon wieder, oder? Das hat nochmal ganz eigene Gefahren. Richtig, eigentlich bräuchten wir so einen leichten, aber dafür Dauerregen über mehrere Tage, damit überhaupt diese ausgetrocknete Natur über diesen Regen aufnehmen kann. Aktuell ist es ja so, dass wirklich die Flächen schon seit Tagen, seit Wochen ganz brach liegen und der Boden ist gar nicht mehr darauf vorbereitet, Wasser aufzunehmen. Das kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man wirklich eine ganz trockene Sandstelle hat und dann einen Kübel Wasser ganz schnell darauf geht, dann wird erstmal gar nichts großartig in den Boden aufgenommen, sondern das Wasser fließt so weiter. Und das kennen wir aus der Vergangenheit, dass dann auch schnell mal die Gullis überlaufen, die Straßen eben überlaufen, aber auch die Waldbrandgefahr kann da nicht so wirklich mit vermindert werden, weil eben der Boden das und die Bäume erstmal dieses Wasser, was kommen soll und hoffentlich kommen wird, gar nicht in großen Mengen aufnehmen könnte, wie wir es eben bräuchten. Deswegen wäre ein Dauerregen sehr viel besser als eben dieser Starkregen, der momentan angesagt ist. Farina, vielen Dank für deine Ausführungen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Hat euch der Bericht gefallen? Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.